Hallo, lieber Mensch. Heute möchte ich dir von IOPT berichten. Identitätsorientierte Psychotraumatherapie nennt man das nach Rupert. Und zwar möchte ich von mir erzählen, weil ich finde, das ist am glaubwürdigsten, wenn ich von mir erzähle und sage, das tut mir so gut. Ich bin durch so viele Prozesse, von denen ich gar nicht wusste, dass es diese gibt. Mir war schon immer der Mensch wichtig, und zwar ganzheitlich. Warum? Weil ich letztendlich immer meine Mutter und meinen Vater verstehen wollte, warum die so viel gestritten haben. Und ich konnte beide leider nicht retten. Das war mein Versuch als Kind. Und natürlich dann später, immer wieder, habe ich meine Eltern im Anderen gesehen. Das kann ich heute so locker leicht erzählen. Wobei, anfühlen tut sich's ziemlich frisch noch. Ich bin noch sehr verwundbar, was diesen Prozess angeht. Da ich erst gestern wieder eine IOPT hatte, in Lobenrot, ich habe dort die Ausbildung gemacht, angefangen aber woanders, dann abgebrochen, weil, das wurde mir auch später bewusst, diese Frau auch meine Mutter spiegelte. Aber jetzt fange ich mal von vorne an. Also, ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht in Hypnose, in Schamanismus, Oro Verde, in Heilpraktiker und Psychotherapie, ein Jahr bin ich da zur Schule gegangen und astrologische Symbolaufstellungen. Und ich dachte, das war's jetzt. Aber eines Tages, als ich in der WG gewohnt habe, ist mir diese IOPT begegnet. Also, das ist die abgekürzte Form. Und ich habe gesagt, das interessiert mich. Das interessiert mich, ah, so war das, genau, da war ein Kunde bei mir da und er hat mir davon erzählt. Genau, ein Heilpraktiker aus Esslingen. Dann habe ich gesagt, was, nach Rupert, das interessiert mich, da komme ich. Und habe mir diese Arbeit angeschaut und habe gedacht, wow, irgendwas ist hier anders. Und habe mich dann informiert. Und ich wollte auf keinen Fall die Ausbildung machen, das war klar. Aber irgendwie eines Abends, Freitagabends war das, wollte ich so einen Liebesfilm anschauen. Schau den an mit dem Tablet und irgendwie wie eine höhere Macht sorgt dafür, dass ich mein Handy nehme und ich google, wo es denn diese Ausbildung gibt. Und ich bin in Tübingen fündig geworden und habe, weil da stand immer drauf, rufen Sie mich an, rufen Sie mich an. Da denke ich, ja, okay, 7:30 abends, ich probiere es, ich rufe an. Und da war noch ein Platz frei. Und am nächsten Tag bin ich nach Tübingen gefahren und habe diese Arbeit gemacht. Also kennengelernt, nochmals, auf eine ganz andere Art und Weise, weil jeder Begleiter macht es ja anders. Und auch da in der Runde habe ich immer davon erzählt, dass ich das auf jeden Fall in meinem Geschäft anbieten möchte. Mit Traumata bin ich noch nie in Resonanz gegangen. Irgendwie war das irgend so ein Wort, wo ich habe gedacht, ich bin nicht traumatisiert, weil es gibt ein Traumata, ist für mich ein sexueller Übergriff, was weiß ich, wenn man vergewaltigt wird. Also was ganz Krasses. Jedoch, als ich dann mein eigenes Anliegen, so heißt es, aufgestellt habe oder an die Wand geschrieben habe und mir durch diesen ersten Prozess, von mir erlebten Prozess gegangen sind, wurde zum ersten Mal in mir ein Gefühl, hat sich geweitet, so kann ich es ungefähr. Ich habe es zugelassen durch diese Arbeit, vielleicht so. Ich habe es zugelassen oder ich konnte es zulassen durch diese Methode, dass mein inneres Kind, mein ganz kleines inneres Kind, das irgendwo von mir abgespalten war, Raum bekommen hat und integriert wurde. Man kann das überhaupt nicht vergleichen mit der klassischen Aufstellung, gar nicht.
Und es werden immer drei Worte an die Tafel geschrieben. Und es geht um das Identitätstrauma und das Liebestrauma. Und vor 2 Monaten habe ich genommen, ich, Erfolg, Fülle. Und dann sucht man sich für diese 3 Namen Resonanzgeber aus, die im Raum stehen. Und man führt dieses Anliegen selbst. Dieser Betreuer, der interveniert lediglich, wenn man überhaupt nichts mehr versteht und erklärt. Und das finde ich einfach top, weil mich das immer getriggert hat, beziehungsweise ich habe immer gespürt, dass manchmal auch was vom Betreuer mitschwingt, eine Interpretation. Und ich habe ganz, ganz feine Antennen, weil das habe ich ja gelernt in meiner Kindheit, aufzupassen und alles zu kontrollieren. Bei dieser Methode ist dies nicht möglich. Und dadurch konnte ich auch vertrauen, immer mehr vertrauen. Ja, was kam raus beim Erfolg? Mein Vater. Mein Vater hat unbewusst, also nicht er persönlich, sondern das, was ich in meiner Kindheit erlebt habe und natürlich auch über die Ahnenreihe seiner Linie, über Erfolg gelebt wurde, hat meinen Erfolg sabotiert. Anderes Beispiel. Gestern habe ich in einem Einzelcoaching genommen, ich verlassen geliebt. Ich bin seit 15 Jahren Single, war schon 2-mal verheiratet und bin 2-mal geschieden. Und irgendwie in letzter Zeit habe ich gedacht, was sind eigentlich meine Werte? Habe ich die übernommen aus meiner Kindheit? Ich meine, das wird natürlich alles auch, das kommt auch in Gang, weitere Prozessen, wenn man anfängt, die abgespaltene Seelenanteile zu integrieren, sodass ich dann aus meinem gesunden Ich heraus handle und bin. Und das spüre ich immer mehr, ganz tief in mir spüre ich das. Und ich spüre auch eine Kraft. Also habe ich gestern genommen, ich verlassen geliebt, habe ich ja vorher gerade schon gesagt. Ich habe immer gedacht, das hat was mit meinem Mann zu tun. Aber so ist es nicht gewesen. Es kam gestern raus. Und zwar wollte meine Mutter Nonne werden. Und ist aber, wir sind ja Italiener, schwanger geworden, vor ihrer Ehe. Und hat das Thema einfach ignoriert, diese Scham, die sie hatte, als uneheliche Frau jetzt schwanger rumzulaufen und so. Hat also letztendlich mir das ganze Gefühl übertragen von Ignoranz. Und ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Das ist mein Liebestrauma. Ja, ich habe sehr viel geweint bei dieser Arbeit. Und ich habe zum ersten Mal gesagt, und zwar im Präsenz, ich brauche eine Mutter. Und das ist das Gefühl, wo ich verwechselt habe in Beziehungen. Tiefer das euch oder dir zu versuchen zu erklären, ist unmöglich. Ich kann dich nur einladen dazu, wenn du was verändern möchtest in deinem Leben, dich darauf einzulassen. Entweder im Gruppensetting in Lobenrot, bei Aurora und Bernd oder im Einzelcoaching bei mir.
Ja. Mein Name ist Maria Tomice und ich arbeite ganzheitlich im Atelier Lumina in Kernenstetten und freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte. Hab's fein.